Da sind wir wieder. Hallo. Ich grüße euch wieder von der Hof Bergmann 1007. Jo, nun geht halt weiter. Dann wollen wir mal Ballen einsammeln. Ich habe mir einen Ladewagen besorgt. Einen speziell von der Hof Bergmann für die Hof Bergmann. Blabla, hast du ja nicht gesehen. Mal gucken. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich drauf geachtet habe. Für Quaderballen ist wieder für. Na, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. So, machen wir mal den Beladen. Hä? Geht ja gar nicht hoch. Moment. Magen aufklappen. Läuft halt wieder anders. Na gut. Aber er legt mir auf. Sag mal, Satz mit X. Das war wohl nix. Gut. So viel dazu. Schönes Gerät, kann ich aber nicht brauchen. Wieder Geld verschenkt. Okay. Gut. Garage. Verkaufen. Yes. Zurück. Autolohne. Da falle ich wahrscheinlich genauso mit auf die Schnauze. Eben kicken. Koalaba. Hauptfarbe. John Deere. Felgenfarbe. Da, genau. Ja, Reitreifen. Suchen wir mal hinten. Autoload, yes. Dann versuchen wir den nochmal. Das kann weg, das muss dahin, der muss hier hin. Yes, Sir. Auf ein neues. So kann man sein Geld auch verplempern. Dann versuchen wir das mal. So. Zack, drin da. Mm-hmm.
Irgendwie fehlen mir heute die Worte. Ist das schlimm hier, ne? Ich bin mal gespannt, ich hatte ja in der letzten Folge gefragt, ja, in diesem Falle gestern für euch, ob ich auch mal was anderes zeigen soll, spielen soll. Da bin ich mal gespannt, ob da was da geschrieben wird, wenn was geschrieben wird, diesbezüglich. Oh. Da bin ich mal gespannt. Aber die meisten, die LS gucken, wollen eigentlich auch nur LS sehen. Das habe ich auch schon so, ne, mitbekommen. Bei anderen YouTubern zum Beispiel. Wenn die dann was anderes spielen. Aber man kann ja mal fragen. Oh, so. Man kann ja mal fragen, gell? So, dann wollen wir das mal. Halt. Das ist wieder das Drama. Guckt euch das an. Ey, ich verstehe das nicht. Was soll das? Habe ich doch vorher nicht gehabt. Merkwürdig. Aber da wird wahrscheinlich wieder irgendein Mod mit reinkaspern. Ups. So, was ist denn jetzt Rapsstroh? Irgendwie stand das auch mal mit dabei, aber weiß ich auch nicht. Was? Was? Haben wir noch anders? Nee. Karlsruhe, mi. Stroh, Rapsstroh. Und das Soja, wa? Also Rapsstroh, Stroh, Sojastroh. Kann das sein? Weil hier hinten war ja kein extra Stroh aufgefüllt, Strohballen. Hier steht schön runter, was das ist, und da hinten nicht mehr. Das ist irgendwie Schordi. Guck mal, das ist überall und da nicht mehr. Das ist Schordi. Leerpaletten, die zeigt er mir auch noch an. Ich weiß. Dann fahren wir zum Walzer. Okay. Es könnte eventuell, dass das da oben nicht mehr angeschreibt, also drunter geschrieben wird, das könnte daran liegen, dass ich da irgendwie was noch nicht aktualisiert habe. Das wäre möglich. Da muss ich nachher mal kicken. Gucken auf Hochdeutsch. Aber jetzt muss er halt Stroh weg. Damit wir ja Geld in der Kasse kriegen. Das nützt doch nichts. Gell? Und das mit dem. Das ärgert mich auch. Aber da habe ich auch was im Verdacht. Da wird mir wahrscheinlich auch ein Mod rein. Reinhauen. Und da habe ich den Mod im Verdacht hier mit den Hofbergmann-Ladedinger da.
den ersten, wo ich gehabt habe, dass der sich mit den anderen nicht verträgt. Das könnte sein. Da muss ich dann nachher mal gucken, was bimmelt denn hier schon wieder. Er guckt auf sein Handy. Der Jaso, hat wieder ein Video hochgeladen. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeigucken, wer den noch nicht kennt. Jaso kommt aus Dresden. Ja, und wie der Name schon sagt, hat er auch die Map Jaso gebaut. Seine erste Map, die er gemacht hat. Habe ich auch eine Zeit lang gezockt. Ich habe hier auch noch im Ordner, so ist nicht, die habe ich nicht rausgeschmissen. Ist auch nicht schlecht. Klar, das ist immer eine Geschmackssache, logisch, aber schlecht ist sie nicht. So, haben wir gekriegt, 53, das ist doch schon nicht schön. Ich muss hier rum. Oh, böser du. Ja, wie du, wenn man im Rund haut, wenn der Blitzer blitzt, ja, dann zahlst auch du. Dieses Drama jetzt mit dem Bauern hatte ich jetzt auch schon an zwei verschiedenen Bauernwagen. Das Video, ja genau, am Sonntag kam ja Ballenladen die erste und Ballenladen die zweite. Weil Ballenladen die erste hatte ich ja die gleichen Bauernwagen hinter wie jetzt. Und bei dem anderen war ja auch, ich vermute mal, dass das ein Bergmann. Weil das ist ja nicht vom Andi, dieses Friedhof Bergmann mit dem Ladewagen. Das könnte sein, dass das hier reinfunkt. Da werde ich mir da mal, mal wieder rausnehmen. Und dann sehen wir weiter. So was kann ja alles sein. So, klappen wir den mal wieder auf. Uff. Wir klappen, ja, genau. Wir klappen die auf. Immer schön dran lang hier. So, den einen müssen wir auch noch mitnehmen, sonst passt das näher mit dem Ryan nicht. Aber das ist, wenn man so viele Mods drauf hat wie ich zum Beispiel, kann das halt passieren, dass er mal was sich nicht verträgt. So. Da so gibt es eine Pelletproduktion, glaube ich, war das. War nicht? Wenn ich die drin habe, komme ich zum Beispiel nicht mehr ins Tiermenü. Also sprich, dann kann ich, das Tiermenü als solches schon, aber dann kann ich, ja, hier keine Gebäude hier, Ställe, Kuhstall, Schweinestall, weißt du, in diesem Menü, da komme ich dann nicht mehr rein. Und das Ding rausnehmen, geht's. Aber das musst du dann auch erstmal rausfinden. Weil ich bin ja so ein Dussel, ich lade ja nicht nur ein Mod hoch. Ne? Und wenn ich da so mal Gange bin, dann sind auch schon mal 4, 5. Je nachdem, was ich so finde. Ja, und dann fängst du wieder an. Und da ich auch sehr vergesslich bin, weiß ich auch nicht, welches die letzten waren, und dann geht das so los.
Ich habe das schon gehabt, dass ich komplett Mod-Ordner gelöscht habe und habe alles wieder neu gemacht. Weil ich einfach nicht dahinter kam, was da der Fehler war. Aber man findet es dann. Ne? Das ist ja also klar. Das, irgendwann findet man das. Das ist dann halt nur ein langwieriger Weg. Wie sagte man doch schon, dieser Weg, das wird kein leichter sein. Was soll ich? Jo. Gucken wir diesen noch. Nee, noch so ein paar Bellekes als Rest. Bellekes. Dann haben wir das auch fertig. Jetzt sagt er mal eine Uhrzeit. Ja, meine ich jetzt 15.12 Uhr. Ja, dann werde ich heute nicht mehr zu viel kommen. Das hat sich für heute erledigt. Das ist das letzte Video, das ich aufnehme, und dann werde ich vielleicht für mich noch so ein bisschen irgendwas rumzocken, Videos gucken, mal schauen. Stehen wir. So, ich glaube, den muss ich hier nochmal wegnehmen. Warum? Der stört doch ein bisschen, ne? Genau, aus dem Grunde. Ach, ha, nee, oder? Jetzt soll ich... Was soll das denn jetzt? Ich glaub's nicht. Jetzt geht er. Euer Merkwürdigkeit. Was ein Deckel. Muss ich das jetzt verstehen? Kann ich das verstehen? Darf ich das verstehen? Ich verstehe es nicht. Fein. Ein bisschen fatal mit dem Tor, aber ging noch. Ja. Muss ich mal sehen, ich habe ja noch einen Bauern Sojastrot unter dem Abdach liegen, wo die Traktoren sind. Den werde ich mir sofort mitnehmen. Und ich stehe auch weg. Das ist keine so eine schlechte Idee. Nicht, dass der mir doch da unten schlecht wird, ne? Das will ja keiner. Und gerade Sojastroh, den bringt richtig Geld. Moin! Der Blitzer aus Kurpfalz, der wie er heißt. Oh ja, ruschen wir mal einmal hier durch. Wir ruschen mal durch. Ruschi. So. Guck. Bremse anziehen, nicht vergessen.
Dach auf. Raps ist doch, ist auch Raps Strom. Kein Ding, ist mir auch egal. Dann passt das ja noch besser. Ich bin da jetzt so drüber gewuchtet. Nee, ne? Ach, guck mal. Mein kleiner Oldtimer hier. Ob die alle kann, ne? Ja, genau. Stellen wir den ja da rein. Oh, wie ist der? Ja, wie gesagt, bin ja mal gespannt, wann vom Kevin hier das die V2-Version rauskommt. Dann haben wir auch Simple IC hier mit drin. Dann können wir auch die Türen von innen und von außen aufmachen und so. Da freue ich mich schon drauf. Ist auch ein Mähdrescher dabei, der ja jetzt noch nicht dabei ist. Es wird denn schon gut, würde ich mal so behaupten. So, dann rutschen wir hier wieder lang. Dann sammeln wir den Rest noch ein hier. Weil bringt ja alles Geld. Der wird nicht warm. Und wir wissen alle, ohne Moos nichts los. Zing, zing, zang, zing, zang, zing, zang, zang. Muss ich mal eben gucken, nicht, ich das übersehe, da ist nichts mehr, ne? Da auch nicht. Und die letzten beiden, ne? Eigentlich hätte das ja hochgehen sollen, naja. Okay. Nichts mehr da. Gut. Dann bringen wir das doch weg. Es gibt auch schon wieder. Ja, guck mal, 25 Minuten haben wir schon. Das wird gleich die Folge auch schon wieder im Kasten. Was ich letztes Mal schon sagte, ne? Also das ist Wahnsinn. Wenn ich überlege, ich mache jetzt Videos von 15 Minuten oder 17 Minuten, ey, du kriegst da nichts gerissen. Selbst jetzt in die halbe Stunde, das ist ja, das habe ich jetzt gemacht, ich gerade ein paar Ballen weggefahren. Das ist unglaublich. Das Schlimme ist aber, wenn du jetzt hier sitzt und spielst, das kennt ihr ja mit Sicherheit auch. So eine Stunde ist ja mal nichts. Du bist am Zocken, dann guckst du auf, oh, wie was, so spät ist das schon? Ja, das habt ihr mit Sicherheit alle auch schon mal gedacht. Ne?
Also der Wachmeister. Ja, also das finde ich schon krass. Aber es ist ja egal, was du spielst. Ob das jetzt LS ist, ob das Sahanter, Jagdspiel, noch schlimmer. Da bist du ja nur auf der Lauer und rennst und guckst und machst und ja, dann schießt du mal wieder was. Und, oh, Halleluja. Fährst mal vor der Wand, aber das ist mir hier. Und wenn du dann noch mit zwei, drei Leuten im Multiplayer da spielst, ja, die Zeit, die ist das so schnell vorbei. Ne? Das ist Wahnsinn. Oh, haben wir endlich was über 100.000 Flocken gemacht, ne? Ja, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, jetzt kommt der Wagen weg. Ja, ist ja gut. Ja, hier ist der Blitzer auf 50 reingestellt, ne? Aber die meisten sind nicht raus schon. Außerhalb der Ortschaft steht auf 50, innerhalb der Ortschaft auf 30. So weit noch so schnell. Vergiss zu bremsen, ne? Sowas aber auch. Dies ist ja was. Entschuldigung, ich war gerade etwas abgelenkt. Ich habe mich gerade unten. Kann ich euch jetzt so sagen? Ne, kann ich nicht zeigen. Da jetzt über der Lenkradsprosse rechts ist der Lichtschalter. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, welches Licht an- und ausschalte, aber der ist nicht animiert. Da wäre auch ein bisschen viel verlangt. Aber es fiel mir gerade nur so auf. Es hätte ja sein können. Nichts ist unmöglich. Kevin, Iskonator. Es ist ja nicht so, als wenn er es nicht könnte. Also wenn der es nicht kann, wer dann? Hier steht ja noch einer. Na nun? Ups. Ach, das war der. Ja, auch egal. Egal. Wie der Wendler immer so schön zu sagen pflegt. Egal. Ja. So, dann werden wir den mal wieder reinboxieren. Und Handbremse anziehen, Motor aus, fertig. Mit dieser Sicht des Chaos, dann habe ich auch noch jede Menge Stroh. Na gut, da muss ich mal langsam wieder ran, dass ich mal, noch habe ich. Aber mal so langsam mit dem Gedanken befassen. Aber wie gesagt, ich denke, das wird's für diese, das heißt denken, das war's für diese Folge. Ja, schön, schönes Ding. Jetzt sagt der was vor, ne? Ja, gut. Nehmen wir den gleich jetzt mal weg.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Oh, was passiert hier? Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Kann mir mal einer sagen, ach, ja, alles klar. Man sollte ab und zu mal nach oben gucken, ne? Wenn man mit so einem Gerät arbeitet. Könnte sinnvoll sein. Lass mich jetzt mal hier stehen. So. Ja, jetzt aber endgültig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Däumchen wäre klasse. Ne? Ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Aber wie gesagt, ich bin echt erstaunt. Letztes Jahr die eine Folge 50 Klicks. Also ist ja irre. Das ist ja... Bin ich gar nicht gewohnt. Aber es freut mich natürlich tierisch. Genug geschwafelt. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euch einen schönen Tag gewünscht. Tschüss, tschüss.